Meine Helden, als ich mit dem Fußballspielen angefangen habe, waren vor allem meine älteren Brüder und meine Eltern, weil sie mich immer unterstützt haben, zu jedem Spiel und zu jedem Training mitgefahren sind und ich dadurch das Gefühl hatte, dass immer jemand da ist. Wenn andere mich als Idol bezeichnen, ist das ein sehr schönes Gefühl, weil man das von früher selbst kennt, wenn man als junges Mädchen großen Spielern oder Spielerinnen nacheifert. Von daher ist es auf jeden Fall eine Ehre. Von meinen Helden fürs Leben habe ich vor allem gelernt, dass auch wenn es schlechte Momente gibt, man im Leben so viel mehr noch erleben kann und deswegen immer mit einem positiven Gedanken durchs Leben gehen sollte.